Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Sims 4 Vampire. Wir haben 3 Uhr nachts, das heißt, wir können hier mal bewässern. Sehr schön, können wir hier auch irgendwas ernten? Nö. Alles ernten, doch können wir, sehr schön. So, du hast ja noch eine Tagesaufgabe zu machen, Getränke mixen. Da solltest du mal mit anfangen, Getränk zu bräuten, Mineralwasser. Wie sieht's mit euch aus? Hausaufgaben, ne? Hausaufgaben wären zu machen. Du darfst natürlich erst was essen. Oh, und du musst aufs Klo, okay. Das solltest du jetzt aber ersetzen wir mal und dann verwenden, bitte. Aufwischen. So. Und anschließend darfst du Hausaufgaben machen, mein Lieber. So, Veronika. 25%. Getränk zubereiten. Machen wir dein Lieblingsgetränk. Oh, die sind schön groß geworden. Cool. Hups. Und weg ist es. Ah, die sind ordentlich am Futtern. Ab und weg ist die. Gefällt mir. Macht ihr brav. Haben wir Post? Nein. Das ist gut. So, du dürftest nochmal wieder ein Bild malen, liebe Lea. Mal du mal ein Landschaftsgemälde. Aha. Drei emotionale Gemälde fertigstellen, okay. Das müssen wir natürlich noch machen. So, was macht deine Tagesaufgabe? 50% erledigt. Du darfst dann nochmal ein Getränk zubereiten. Zack und weg. Und dann nochmal eins. Dann haben wir es hoffentlich geschafft. Zuckerzünder. So. Du bist am Aufwischen. Das ist gut. Dann machst du deine Hausaufgaben. Und anschließend darfst du die hier essen. Klingling. Da bist du auch am Wischen. Das kannst du mal bleiben lassen. Da draußen macht das nicht wirklich Sinn, mein Lieber. So, und du kannst sie doch... Wann musst du zur Arbeit? 11 Stunden. Du kannst sie doch jetzt bestimmt um... mehr Auswahl. Vampir. Um Vampirtraining bitten, genau. Ich hoffe, sie macht das jetzt auch mal. Wir bräuchten ja fast nochmal einen größeren Tisch, ne? Vielleicht sollten wir hier doch ein bisschen umbauen mal. Oder wir ziehen um. Es gibt ja noch so ein anderes Gebäude, was frei ist. Gefällt dir das? Du hast sie jetzt immer noch nicht um Vampirtraining gebeten, ne? Um Vampirtraining bitten. Durch die Treppe hindurch. So, was macht deine Energie? Die könnte noch besser werden. Dann darfst du mal Vampir dunkeln. Nein, als. Das machen wir mal. Das aktivieren wir. Das packen wir mal in dein Inventar. Pack's ins Inventar. So. So, sehr schön. Vampir, dunkle Meditation solltest du machen, genau. Und dann kannst du deine Mami mal um Vampirtraining bitten. Genau.
Sehr schön. Vampirfähigkeiten unterrichten. Machst du sehr gut. So. Dann darfst du das mal an Sammler verkaufen. Ein paar Simoleons bringt's immerhin. Ich frage mich, wie sie die Figur hält. Das ist ja schon erstaunlich. Dominik muss in einer... Du hättest eigentlich deine Mutter um... Naja, egal. Bourbine. Wie sieht denn das bei dir hier eigentlich? Keine Kraftpunkte, okay. Du hast aber 4. Das nutzen wir doch mal. Was haben wir denn? Mesmerisieren. Versetze einen anderen Sim in Trance. Das klingt doch gut. Wenn sich die Beute zu schnell bewegt oder nicht aufhört zu quatschen oder Veronika einen Sim erstarren lassen möchte, brauchst du ihn einfach nur zu mesmerisieren. Kind des Mondes. Werde am Abend stärker. Nachtaktive Kreaturen werden am Abend munterer. Als Kind des Mondes kann Veronika ihre Kräfte besser einsetzen, schneller Fähigkeiten erlernen, wird nicht so schnell müde und ist glücklicher. Preise den Mond und genieße die Vorteile. Unwiderstehlicher Schlaf. Setze andere Sims in Schlaf. Okay. Das haben wir? Ne, haben wir nicht. Lebensgeist manipulieren. Erhalte die Macht, andere Sims Lebenskraft zu entziehen oder die Lebenskraft ausgelaugter Sims wieder aufzufüllen. Das klingt doch auch nicht schlecht. Und vampirische Schlummer, erhöhe die schlafen gewonnene Energie und Veronika schläft fester. Ich würde mal gerne das Kind des Mondes nehmen. Und eine Schwäche brauchen wir, okay. Machen wir auch mal vertrockneter Magen. So. Das schaut doch ganz gut aus. Hendrik hat die Hausaufgaben fertig, sehr gut. Du hast 2 Kraftpunkte, da kommen wir aber, glaube ich, nicht wirklich weiter mit, ne? Nee, du brauchst 4. Das heißt, wir müssten noch weiter lesen. Du könntest dann mal... Band 3, wo ist denn der Band 2? Hast du eigentlich Durst? Nö, nee, geht. Der Band 2 ist dann vermutlich oben, ne? Tim, 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 öffnen. Band 2. Ne, das ist Band 1. Wir hatten den Band 2. Da ist er. Lesen. Dominik ist zur Schule. Galarga Fenosa. Batanabe. Tanini. Wow. Du musst aber auch zu Du bist im Urlaub, okay. Du möchtest schlafen? Dann leg dich mal hin. Schlafen. Das da können wir eigentlich verkaufen, ne? Wir haben keine Kinder mehr, die damit zeichnen. So. Eigentlich müssten wir denen ja nochmal das Zimmer anpassen, ne? Aber da haben wir jetzt gerade nicht wirklich das Geld für. So, das darfst du noch verkaufen. An Sammler. Aber du kannst natürlich auch weiterlesen, genau. So, hast du noch was zu lesen, Veronika? Du musst in 8 Stunden zur Arbeit. Band 2 hast du. Können wir hier in dem noch diesem ultimativen Supersim-Vampir-Buch da, genau. Handbuch der ultimative Vampir.
Lesen wir doch einfach nochmal. Wieso bist du schon wieder hier unten? Kannst du in dem Bett nicht schlafen? Das muss ich jetzt gerade mal gucken. Kann sein, dass er da gar nicht drin schläft, ne? Oder warum ist er schon wieder da? Doch, macht er. Okay. Warum hat er, ist er dann wieder aufgestanden? Verstehe ich nicht ganz. Er ist der einzige Nicht-Vampir im Haus. Und du, meine Liebe, könntest das hier mal aufräumen. Hast du schon fertig gelesen? Du bist wieder verwirrt, oder? Inspiriert, weil Gemälde gemalt. Krankheitssymptome durch Ausruhen mildern. Okay, das kriegen wir hin. Dann leg dich mal schlafen. Aha. So. Da versteckt sie das Buch. So, hier steht, dass die meisten Vampire kein Haus betreten können, ohne zuvor eingeladen worden zu sein. Veronika sollte diese Willkommen-Fußmatte vielleicht doch nochmal überdenken. So, du bist am Lesen, das ist gut. Sie macht jetzt überhaupt keinen Sport. Ich frage mich, wie sie die Figur hält. Das ist schon erstaunlich. Ich überlege gerade, was machen wir? Du könntest hier unten mal aufräumen. Aufräumen, bitte. Tagesaufgabe hast du ja dann keine mehr, ne? Genau, Level 2 der Kochfähigkeit erreichen, das haben wir auch. Was hast denn du da noch? 2 Barhocker besitzen. Okay, die haben wir natürlich noch nicht. Und jetzt darfst du das reparieren. Wenn du eh schon da bist und es kaputt gemacht hast, kann ein klein wenig reparieren nicht schaden. Na? Kriegen wir das hin? Wann und wie lange hast denn du Schule? Achso, du gar nicht, du. Bis 15 Uhr, okay. Vielleicht sollten wir hier auch mal ein Vordach dran nageln, oder? Das wäre noch eine Überlegung. Haben wir hier Vordächer? Dach. Nö, das will ich nicht. Ich hätte gern so ein Vordach. Gibt sowas nicht? Das sind verschiedene Dachleisten, die will ich aber nicht. Das sind nur Türen. Das sind richtige Dächer. Das sind natürlich Geländer. Zäune. Müssen wir da so eine richtige Terrasse bauen? Okay, das versuche ich mal rauszufinden. Du bist wütend. Räum das nicht stampfen. Das Fledermaus hier hinfliegen, bitte. Du stehst nämlich, glaube ich, in der Sonne, oder? Ach so, nee.
bist noch in der Schule. Dann ist ja alles okay. Räumst du das bitte weg? Danke. So, was könntest denn du eigentlich noch Gewinnbringendes machen? Nicht ganz viel, ne? Können wir am PC irgendwas machen? Du könntest mal schreiben, oder? Vampirgeheimnisse? Nach Informationen suchen? Das könntest du nochmal machen. Irgendwas wollte ich jetzt gucken. Die Frage ist nur, was? Sie dürfte bald befördert werden. Vampirsaga hat 100, also 15 Punkte. Okay, Level 15. Was haben wir denn? Malerei haben wir 1. Was machst du jetzt? Achso, nach Informationen suchen. Bowlen 1, Charisma. Was haben wir denn sonst für Talente? Kochen 6. Mixen ist sie bei 3. Könnten wir aus ihr natürlich eine Schriftstellerin machen, ne? Oder eine Programmiererin. Was hatten sie für einen Charakter? Düster, zimperlich, Einzelgängerin, Essenz des Geschmacks. Dann kann sie vielleicht mal schreiben. So, hätten wir auch. Hat die Schreibfähigkeit erworben. Was für einen Sender hast denn du da ausgewählt? Was nehmen wir denn da? Grusel, das klingt doch gut. Grusel klingt doch sehr gut. Sie schläft noch. Er pennt ebenfalls. 1500 Simoleons haben wir, das ist ja schon mal nicht schlecht. Da hat ja die Lea schon mal ganz ordentlich zu beigetragen. So, was haben wir denn hier draußen? So eine Art Vordach müssten wir wahrscheinlich davor machen. Ich weiß nicht. Vor allen Dingen haben wir halt auch kein großes Geld. Das ist noch das nächste Problem. Das können wir eigentlich mal schneller machen. Er kriegt Hunger, das heißt, er sollte mal was essen. Haben wir noch was? Qualität normal, 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 ausgezeichnet. Frühstücksei. Kannst du mal ein Gericht nehmen? So. Hausaufgaben hattest du ja erledigt. Erhalte eine Fähigkeit, um Level 2 zu erreichen. Welche Fähigkeit haben wir denn noch? Du bist auch Maler, glaube ich, ne? Malerei, die können wir bei dir auch noch fördern. Dann hätten wir nämlich 2 Maler. Mal du mal ein klassisches Gemälde, mittelgroß. Nachdem du was gegessen hast, ne? Also du klingst nicht wie ein Kerl. So leid mir das tut. Auch wenn du Hendrik heißt und ganz offensichtlich ein Kerl bist, aber wenn man deine Stimme hört, eher nicht. Dich juckt's, okay. Sie ekelt sich. Warum denn das? Okay, da ist ein Spinnennetz, aber ansonsten. Und was erzählst du uns? Ach, hallo Lea, du bist wieder da.
Veronika muss in einer Stunde bei der Arbeit sein und Dominik ist wieder da, der sollte schnellstens hierher kommen. Der ist draußen nicht gut aufgehoben. So. Du kannst deine Hausaufgaben beginnen. So, und ich sage dann mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und ach, die Veronika könnten wir gerade noch auf die Arbeit schicken. Dann ist nämlich sichergestellt, dass sie auch geht. Was hast du? Hey, ich habe gehört, dass du dich mit Yannick Völl angefreundet hast. Der ist ziemlich cool. Okay. Oh, du malst gar nicht mal so schlecht. Gut, Veronika muss zur Arbeit. Die lassen wir gerade noch hingehen. Schreiben, üben, beenden. Level 2 der Malerfähigkeit erreicht, Hendrik. Sehr schön, das heißt, du müsstest auch deine Aufgabe erfüllt haben. Genau. Zum Vampir werden möchtest du. Oh, das kriegen wir hin. So, Veronika ist zur Arbeit. Ich sag damit vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch morgen im Alltagsleben wieder mit dabei oder übermorgen im Großstadtleben. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.